Man sieht ganz dunkel aus. Hallo, 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 hallo. Bin ich live? Ja. Irgendwas? Was ist denn hier los? Warum ist es denn heute so dunkel? Da muss ich mehr in das Spiegel gucken. Hallo, meine Lieben. Irgendwas blendet mich. Ich glaube, das ist das Licht. Ich hoffe, ich bin zu sehen. Hallo, meine Lieben. Wir werden heute diese neue Puderfoundation ausprobieren. Jetzt machen wir erst den Primer drauf. Und zwar nehmen wir heute auch den mattierende Primer, der die Pore und so auch toll abdeckt. Und auch Fältchen und aber auch Feuchtigkeit gibt. Ich glaube, das genügt. Ich hoffe, ihr seht mich. Sehr merkwürdig. Huch. Oh. Ich glaube, das war zu viel. Laub da oben. Noch etwas. Mattierender Primer nehme ich nicht so oft, weil ich ja keine Mattierung praktisch mehr brauche bei reifer Haut. Wann spricht man überhaupt von reifer Haut? Also ich würde sagen, die Haut ab 40. So, jetzt muss ich mal gucken. Oder mein Primer läuft ab. Nee. Wir lassen den ja 5 Minuten einwirken und während der einwirkt. So. So. Zeige ich euch diese Puderfoundation. Ihr wisst, eigentlich bin ich sehr kritisch gegenüber Puderfoundations. Hab mir die, also als sie neu rauskam, habe ich sie nicht gekauft, sondern jetzt zum Monatsangebot mit einem Bronzer und dem neuen Puderpinsel. Habt ihr mitgekriegt, der öfters meine Videos sieht, dass von meinem alten Puderpinsel, der die Haare verliert. Und habe somit gespart. Also, so sieht das Teil aus. Macht man so auf. Während man es aufmacht, kommt ein Schwämmchen raus für unterwegs zum Benutzen. Und so sieht die aus mit Spiegel. Wenn man das wieder reintut, seht ihr? Schwupp. Ist das wieder weg. Man kann mit dieser Puderfoundation, hallo mein Schatz, siehst du mich gut? Ich sehe hier fast alles schwarz. Also ich sehe hier mich selber im Handy nicht. Irgendwie richtig total dunkel. Naja, okay, auf jeden Fall kann man damit eine ganz leichte Abdeckung machen. Naja, okay, dann sehe ich es nur bei mir so. Und zwar mit diesem Setting-Puderpinsel. Leichte Abdeckung, wenn man mehr will, mit dem Kabuki. Pinsel und mit dem Puder- und Concealer-Pinsel. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie mit dem aufgetragen. War auch gut, aber mir probiere jetzt die andere Auftragearten auch auf. Also, verklebt nicht, verwischt nicht, was total toll ist, es färbt nicht die Maske. Es färbt nicht auf Kleider ab und es färbt die Gesichtsmaske nicht. Also die ist innen drin sauber. Und ich war so skeptisch und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, es wird mein Lieblingsprodukt. Okay, überträgt sich nicht auf Kleider. Bis zu 12 Stunden ist es haltbar, aufbaubar, von kaum sichtbar. Machen wir jetzt auch Schritt für Schritt, bis ultra definiert. Drin ist Shea Butter, Kaolin, Kamille. Diese Foundation reduziert auch Augenschatten, Falte und Linien. Also die pflegt ihr. Ihr könnt die ruhig um die Augen rum auftragen, weil da trocknet ja nichts aus. Die pflegt. Leichte Abdeckung, genau. Also Power und Abdeckung. Ihr habt dabei noch eine Pflege und obwohl ich so skeptisch war, die Haut fühlt sich nicht ausgetrocknet oder irgendwie schuppig oder so an. Überhaupt nichts. So, jetzt machen wir aber das Band trotzdem. Das sind dann meine Haare. Sehr, neue Frisur heute. So, okay.
ist schon eingezogen. Jetzt machen wir mal eine ganz leichte Abdeckung. So, mit dem Setting Puder Pinsel. Wie immer, nicht viel. Also das ist eine ultra leichte Abdeckung. Das würde jetzt zum Mattieren, wenn man vielleicht ein bisschen Frische im Gesicht will. Aber das wäre mir jetzt zu wenig. So, Kabuki. Also mit dem könnten wir es auch so eintapsen. Hier. Ruhig auf die Augen drauf. Also wir machen jetzt eine stärkere Abdeckung. Und zwar glaube ich mit dem Kabuki. Ja, jetzt merkt man schon, dass es mehr deckt. Mein Concealer kann ja dazu immer noch benutzt werde für größere Unreinheiten. Ist doch irgendwie die am schnellsten auftragbare Foundation, oder? Das ist doch jetzt ruckzuck. Ich muss nicht rumgucken, verblende. Das hat mir so gefallen. Ja, irgendwie nehmen wir mal den noch drüber. Also ich finde mit dem Puder und wer natürlich der Farbberatung von mir meldet sich. So, war's schon. Die Haut fühlt sich unglaublich leicht an. Ich habe das ja auch am Montag waren wir am See, habe ich diese Foundation drauf gehabt und ich muss sagen, also wie die Sprühfoundation, man spürt nichts. Man spürt nichts, also sehr leicht auf der Haut. So, jetzt nehmen wir mal aber ein Rouge. Und zwar Supple. Apfel, unser orangenes. So. Ich ziehe das immer so ein bisschen hoch. Ja, jetzt glaube ich, habe ich hier ein bisschen viel. Oder? Puderpinsel. So lange noch kein. So. So lange machen wir jetzt. Habe ich jetzt auf der anderen Seite auch, ja. Ihr wisst ja, dieser Ohrknopf. So. Augenprimer nehmen wir mal, ja, Lidschatten nehmen wir mal Sassy und Earthly. Sassy und Earthly. Aber vorher primen, it's a crime, not a prime. So, reicht für beide Augen. Ich weiß gar nicht, ob ihr seht. Ich sehe es kaum. Ich sehe mich nicht. Hoffentlich seht ihr mich. Deswegen muss ich einfach heute mal mehr in den Spiegel gucken. Weiß nicht, was das ist. Ich habe alle Lichter wie sonst auch an. Naja, keine Panik auf der Titanic. So. Wimpern biegen wir auch. Wir nehmen heute die 4D. Eigentlich nehme ich immer die 4D. Ja, die liebe ich halt. Wer mal die 4D oder die Twisted Mascara ausprobieren will zum Sonderpreis, einfach melden. So. Die Farbauswahl habe ich gemacht, also von der Foundation mit diesem virtuellen Unique Tool, ach, Entschuldigung, muss ich hier sehen, diesem virtuelle Beauty Guide. Also, super, das ist das zweite Mal, ich habe die Spray Foundation habe ich gemacht mit dem Beauty Guide, da kam Eyelid raus, ich denke, ja, Eyelid, das kann niemals stimmen, aber super, und hier, als ich das ausprobiert habe, habe ich alle ausprobiert, als Velour vorgeschlagen und ist genauso, passt.
Ja, die richtige Farbe, jetzt kriege ich hier doch schon so einen Altersfleck. So, aber wenn ja noch Concealer, keine Panik. So, diesen Fleck da muss ja nicht sein. So ein Stich. Unter der Auge mache ich es jetzt nicht mit Concealer. Gott, oh Gott, und bin jetzt zu verschmiert, ey. Sondern nur an diesen Stelle, weil unter der Auge, für Augenschatten und so, habe ich ja die Foundation. Unter die Augen, so. Wenn der Concealer fast dunkler sei. So, okay. Wir nehmen dieses grüne Sassi übers ganze bewegliche Lid. Sehe ich das echt? Ich hoffe, ihr seht's. Mag ich eigentlich ganz gern diese farbige, schimmerndes Grün, aber nicht so grässlich giftiges Grün. Sondern zart. So. So, schön das Ganze. Schön sorgfältig. So. Earthly, das ist eigentlich mein Lieblingsbraun, weil es nicht so dunkel ist. Ihr habt ja neulich gesehen, Marvelous ist knallig, ey. So, das Auge normal lasse, damit er die Linie definiert, quasi. Also, wie gesagt, die Puderfoundation ist wirklich ein Knaller. Ich hätte es nicht gedacht. Ich war vorsichtig. Ich habe erst Kolleginnen gefragt. Und die eine hat ganz trockene Haut, dass sie sich manchmal schuppt und hat gesagt, wäre super. Und die Haut fühlt sich toll an. So. Das ist mein, hier, mein Verschwirbelpinsel. Möchte ich noch mehr so einen Smoky Eye Look, also nehme ich da so einen anderen Pinsel. Gehe einfach dort mit dem, ja, der Pinsel ist ein bisschen blöd. Jetzt. Und das könnt ihr verblenden oder auch so lasse, damit ein Kontrast oder ja, drin ist. Blenden, so. Anderes Auge. Gucke ich immer ein bisschen, dass es hier mache ich immer so eigentlich erschräge, damit es so einen Lifting-Effekt hat aufs Auge. Aber live bin ich noch, oder? Ja. Da so ins dunkle Loch. Ein paar Umrisse von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist das Wetter bescheiden. Diese Eisheilige sind wir jetzt doch. So. Wer Lust hat, Network Marketing ist die Zukunft. Wer Lust hat, mitzumachen bei mir, also wer sich vorstellen kann, auch das gleiche zu machen wie ich oder auf eine andere Art, völlig ganz egal, meldet sich bei mir. Also gerade dieses Jahr, gerade die Zeit ist super.
für Network Marketing. Und überhaupt, Network Marketing gibt es schon seit 53 Jahren. Ja, hört sich blöd an, weiß ich, ist aber so. Nämlich, irgendwie will das Braun nicht über das Grün, nämlich Tupperware. Tupperware, Rowin, Amway, Jafra, wie heißt es mit dem Staubsauger, Vorwerk, genau. Das sind so alte Network, also die es schon lange gibt, Vorwerk und so. Kennt man ja auch, weiß man ja auch, dass die Staubsauger super sind. Und so ist es oft bei Network Marketing Firmen, dass die Produkte einfach super sind und eigentlich günstiger, wie man sie sonst kriegt. So, wir nehmen heute einen grünen Kajal. Aber jetzt erstmal der weiße Kajal. Ja, also. Hier verblende ich noch etwas. So ist der Pinsel hier. So. Grüner Kajal. Als Hingucker, sagen wir mal so. Auch nicht ganz rundrum, sondern nur ein Stück, das lässt die Augen auch größer wirken. So, heute nehmen wir mal aber den Augenprimer, weil wir wollen knallige Augen. Das heißt knallig, lange Wimpern. Eine Schicht. Lässt sich gut auftragen, weil das so gebogen ist. So. Na, hier ist ja nicht gescheit verblendet, ey. Iris, was ist halt los? Ah, ne, okay, ist gut. Iris, was ist heute los? So, so Tage hat man manchmal. Schön auch alle Wimpern erwische, bevor sie flüchtet. So. So. Lassen wir jetzt trocknen und so lang tragen wir Highlighter auf. Genau, benevolent. Macht den manchmal ein bisschen, wenn der natürlich übers Make-up gestrichen wird, gell, dann kriegt der ja das Make-up da drauf mal mit so einem Wattepad. So. Hätte ich nie früher gedacht, ich wusste gar nicht, was Highlighter ist. Nie gedacht, was das ausmacht. Also mir gefällt es total mit Highlighter irgendwie. Finde ich das sehr cool. Wo ist jetzt mein komischer Bleistift? Ah, hier. Nehmen wir so einen Pinsel. Komischer Bleistiftpinsel. Ja, der ist zu groß. Ne? Der nennt sowas, nennt man Bleistiftpinsel, weil das oben angespitzt ist und eignet sich dann sehr gut. Seht ihr hier? So. 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 Der Puderpinsel, der alte, habe ich extra gesäubert. So.
Jetzt wird praktisch der Highlighter. Pff, seht ihr das, habe ich gemeint. Der Puderpinsel. Hart. So. Wimpern kann. So. So. Zickzack. Rollen. Erste Schicht. Jetzt kommt erst die zweite. Müsst ihr nicht wieder eintauchen. Reicht. Für beide Augen. Und immer die Schichte trocknen lassen. Ach, liebe Stifte noch gar nicht ausgesucht. Ich glaube, da nehmen wir mal das Sattel. Ja. So. So, wo ist das andere? Du. Jetzt gehen wir mal das durch. Aber noch nicht so ganz trocken. Haare, die Pinselhaare. So, zweite Schicht, Zickzack, Rollen, Zickzack, so. Dass ihr mich seht, aber ich sehe hier gar nichts. Sonst stehe ich ihm ins Auge. Langsam rausziehe immer die. Dann hänge weniger Klumpe dran. So, liebe Stift, ne, können wir eigentlich mal was. Aber der braune gefällt mir nicht so. Nehmen wir mal als Abgleich. So lang. Überall ey, Fusseln. So. Jetzt machen wir mal so lang der liebe Stift, bevor die Wimpern nochmal getuscht werden.
So, jetzt kommt die dritte Schicht. Und dann ist unser grüner Look heute fertig. Doch noch sowas, was? Immer so, wenn man es braucht. Hier ist es. Das ist so eine. Man das beherrscht so rum, dann biegt man die Wimpern auch nicht runter. Das finde ich manchmal so, dass man die Wimpern dann, wenn man sie durchkämmt, ist mir schon passiert, dass sie dann, dass der Schwung wie weg ist. Schon mal so rum. So, jetzt kommt die letzte Schicht. Macht er nur an der Spitze. Wickel, wickel. Und das Auge zu. Also zwinkern. Total bescheuert aus, egal. Ja, genau, die soll so auseinander sein, so. Irgendwie packe ich es bei dem Auge nie so toll wie beim anderen. So. So, meine Lieben, das war's schon. Setting Spray. Auge zu. Tja, jetzt ist echt. So, meine allerliebsten. Überhaupt jemand zuguckt, außer mein Mann, der Treue, guckt sich meine Schmink. Mein Vater hat mit 90 meine Schminkvideos noch anguckt. So, meine Lieben, hier war wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris. Ich wünsche euch einen schönen Pinselare, einen schönen Mittwochabend. Wir sehen uns am Freitag. Einen schönen Vatertag wünsche ich euch. Wir sehen uns. Tschüss.